Am Briefstandort Mainz hat die Deutsche Post rund 5 Millionen Euro in 3 neue Verteilmaschinen investiert. Es ist die größte Investition in neue Briefsortiertechnik seit dem Start des Mainzer Briefzentrums im Jahr 1998. Mit einem symbolischen Knopfdruck setzte Ministerpräsident Kurt Beck die neuen Maschinen in Gang. Die Investition hier beim Briefverteilzentrum in Mainz heißt natürlich, das festigt hier den Standort, das festigt Arbeitsplätze und es verbessert den Service. Die Menschen hier in der Region werden noch schneller bedient und ihre Post kommt noch schneller zu den Adressaten. Die neuen Verteilmaschinen können stündlich 25% mehr Standard- und Kompaktbriefe und sogar knapp 50% mehr Großbriefe wie Telefonbücher oder Bewerbungen sortieren. Das bedeutet etwa 40.000 Sendungen pro Stunde und Maschine und insgesamt bis zu 1,4 Millionen Sendungen pro Tag. Zu allem leisten alle Maschinen auch nochmal einen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2020 30% der CO2-Emissionen zu reduzieren. Beide Anlagen, sowohl die Großbrief- wie auch die Standard-Kompaktbriefsortieranlagen, tun das, indem sie weitaus weniger Strom verbrauchen wie die alten Anlagen. Im Zeitalter von Internet- und E-Mail-Verkehr rentiert sich da die Anschaffung? Ja, der Brief ist und bleibt ein Zukunftsprodukt, auch bei uns im Unternehmen. Der Brief wird nie aussterben, es wird immer einen physischen Brief geben, weil die Menschen auch nicht alle am Internet angeschlossen sind und auch ganz gerne mal in einem Katalog blättern und nicht unbedingt in einem PC. Versenden Sie selbst noch Briefe? Ich versende selbst auch Briefe, ich versende aber auch E-Post-Briefe. Ich nutze beide Möglichkeiten. Ich empfinde es auch selbst als sehr wertschätzend, wenn ein handgeschriebener Brief bei einem zu Hause im Briefkasten liegt. Ja, ich verschicke sehr viele Briefe, weil neben allem, was man elektronisch macht, ist es, glaube ich, bei vielen Dokumenten, aber auch bei persönlichen Angelegenheiten einfach schön, dass man nicht nur eine Mail, sondern einen richtigen Brief in der Hand hat. Die Zukunft des Briefs scheint gesichert. Und so hat die Deutsche Post, obwohl die Investition Arbeitsvorgänge rationalisiert, 134 Mitarbeiter aus befristeten in ständige Arbeitsverhältnisse übernommen. Für uns ist es, glaube ich, in Deutschland insgesamt wichtig, dass die Post wirklich ein gutes Beispiel, dass man Menschen ordentlich bezahlt, ihnen unbefristete Arbeitsverhältnisse gibt, damit sie ihr Leben planen können. Und das ist zugleich eine Absicherung für unsere Sozialversicherung.